Wir schauen uns heute mal wieder das neueste Torben Platzer Video an. Ich habe 1000 Euro in einen KI-Sportwetten-Bot investiert. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht viel erklären. Passt natürlich mal wieder wie die Faust aufs Auge, auch wenn es um meinen Content geht. Ich habe in der letzten Zeit vor allem Trading-Bots aus dem Krypto-Bereich getestet. Dementsprechend mal schauen, was so ein Sportwetten-Bot bringt, weil das höre ich tatsächlich auch zum allerersten Mal. Das Video ist ja auch brandaktuell, sehe ich gerade. Erst vor 4 Stunden rausgekommen. Und ich bin echt sehr gespannt, wie so ein Ding überhaupt arbeitet und natürlich, was man damit potenziell verdienen kann, ob sich das echt lohnt. Ich bin gespannt. Wir schauen rein. Ich werde für dieses Selbstexperiment 1000 Euro in einen Sportwettenbot stecken, der mithilfe von künstlichen Intelligenzen und einer Menge Daten Spielausgänge berechnen will. Angepriesen wurde er durch einen großen YouTuber, der damit in den letzten Wochen Schlagzeilen machte, und wir wollen wissen, was wirklich dahinter steckt und ob man damit sein Geld vervielfachen oder eher schreddern kann. Sportwetten sind auf der ganzen Welt beliebt. Letztes Jahr erreichte der Markt eine Größe von 83,65 Milliarden US-Dollar und bis 2030 geht man von einem jährlichen Wachstum von 10,3% aus. Das liegt vor allem an der Verschiebung innerhalb der Regulierungslandschaft des globalen Glücksspielsektors, der Durchdringung vernetzter Geräte und die sich natürlich immer weiter entwickelnde digitale Infrastruktur. AKA, es ist immer simpler, mit irgendwelchen Apps und 2, 3 Klicks Geld einzuzahlen und zu wetten. Auch zu erwähnen ist natürlich, dass während der Pandemie sportliche Aktivitäten stark eingeschränkt waren, wodurch, wie man hier deutlich sieht, die Sparte E-Sport im Sportwettenbereich an Popularität gewann. Ansonsten bleibt Fußball an der Spitze mit 24%, gefolgt von Pferderennen, Basketball und Baseball. Und Europa dominiert den kompletten. Echt enttäuschend, muss ich sagen, echt enttäuschend. Ich bin ja wirklich überhaupt kein Fan von Sportwetten, von Glücksspiel. Persönlich glaube ich, noch nie so richtig gemacht. Irgendwo habe ich meine gratis Sportwette abgegeben. Irgendwann habe ich mal im Casino ein bisschen Blackjack gespielt, also Karten wirklich auch noch mit anderen Menschen. Aber ansonsten nie Kontakt mit gehabt und bin auch sehr, sehr froh darüber. Also, wenn man nicht gerade auf sein eigenes Team wettet oder auf ein Team, wo man irgendwie einen Spieler oder so persönlich kennt, das kann ich ja dann noch ein bisschen nachvollziehen, weil man einfach den noch vielleicht ein bisschen supporten will oder an dessen potenziellen Gewinn mitpartizipieren möchte. Aber ansonsten halte ich davon gar nichts. Im globalen Sportwettenmarkt letztes Jahr mit einem Anteil von 37%. Wichtig zu erwähnen ist, viele Menschen verlieren einfach Hab und Gut, werden spielsüchtig. Und nur Facts. Die wenigsten sind langfristig wirklich profitabel. Man geht von 3 bis maximal 5% aller Spieler aus. Auf dem Kanal hier haben wir unter anderem schon Matchbetting und Signalgruppen getestet, sowie angeblich manipulierte Sportergebnisse im Darknet gekauft. Die erste Seite zeigt dir an, wann die nächsten Spiele stattfinden und mit welcher Success Rate die Wetten aufgehen würde. Mannschaftsergebnis kostet 65 Dollar und dahinter siehst du dann auch jeweils die zu erwartenden Quoten. Ein korrekter Spielstand kostet 200 und bezahlt wird mit einem Klick via Bitcoin, was wir natürlich gemacht haben. Aber heute setzen wir auf KI. Meine ursprüngliche Idee war, wie im letzten Video, die Sichtweise von ChatGPT zu verändern und ihn selbst einfach zu einem Buchmacher zu machen, sodass sein einziges Ziel ist, den maximalen Profit für diese fiktive Wettbörse zu generieren. Aber dann poppte dieses Video hier auf von dem YouTuber Serraj mit über 740.000 Abonnenten und er claimt, einen profitablen Sportbetting-Bot mit KI gebaut zu haben. Merkwürdig fand ich allerdings beim Durchschauen, dass er eigentlich nur zeigt, wie man einen bereits bestehenden Code von GitHub, von einem ganz anderen User, mit dem er nichts zu tun hat und den es seit 2 Jahren gibt, zum Laufen kriegt. Dieser geht auf NBA Basketball und da wir sowieso kurz vor den Playoffs sind und ich jede Partie schauen werde, würde ich sagen, setzen wir den mal auf. Okay. NBA Basketball habe ich ja noch viel weniger Ahnung von wie von jedem anderen Sport. Aber gibt es da mehr Daten, mit denen man arbeiten kann? Weil irgendwie bei Fantasy Football oder so, wo denn wirklich alles nur auf Statistik basiert, auch das Spiel selbst, da könnte ich noch verstehen, dass so ein Bot da vielleicht besser arbeiten kann und wie der arbeitet. Aber bei normalen Sportwetten kann ich mir gar nicht so gut vorstellen, wie man da tatsächlich so einen Bot nutzen könnte, wie der Bot arbeitet. Weil da habe ich immer das Gefühl, dass echt nur Leute durch reines Glück oder halt durch manipulierte Spiele überhaupt Profit machen.
So, das hier ist die Seite. Hier kann man auch genau sehen, dass er von Kyle's Korn ist und schon über 2 Jahre läuft. Angeblich mit einer Trefferquote von 75% auf Moneyline und 58% auf Underovers. Der Bot hat von 2007 bis heute alle Daten und speist auch selbstständig die aktuellen ein. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Main klickt, sieht man auch die hinterlegten URLs, wo er sich immer die Stats herholt. Um ihn auszuführen, geht man auf die Seite colle.research.google.com, dann auf neues Notepad und kopiert diese Zeilencode von GitHub dort rein. Ändert das Dollarzeichen in ein Ausrufezeichen und auf Play. Und dann sollte er sich aufbauen. Bei mir kam zweimal eine Fehlermeldung, wo aber andere User auch schon einen Hotfix für hatten. Das ist, by the way, das Schöne an so Open-Source-Geschichten. Damit wir nun die Ergebnisse nicht aus einem Code entziffern müssen, kann man mit dieser Zeile hier OpenAI installieren. Wichtig ist, dass ihr euren API-Key dafür braucht. Den kriegt man auf plattform.openai.com. Und dann sagt tatsächlich ChatGPT euch immer in einem Satz, wer die Partien gewinnen wird. Das mache ich jetzt eine Woche lang, schreibe alles in eine Tabelle und sollte das Ergebnis positiv sein, zahle ich ein. 33 Spiele sind vorbei, die letzten Play-In-Begegnungen stehen an und auch schon die ersten Play-Off-Runden. Und wenn ich jetzt hier so rüberschaue, hat so der Bot abgeschnitten. 19 Prognosen waren richtig, 14 falsch, was insgesamt eine Trefferquote von 57% ergibt. Heißt an der Stelle natürlich noch nichts, weil es kommt auch auf die Quoten an. Aber einfach mal durchgerechnet, mit 10 Euro auf jede Partie wären wir mit 188 Euro im Plus raus. Krass. Die Frage nun krass. Also, wie funktioniert dieser Bot? Ich glaube, dafür ist es wichtig zu wissen, wie erstmal eine Quote entsteht. Und das ganz simpel erklärt. Quotenmacher arbeiten für Buchmacher und wenn diese davon ausgehen, dass zum Beispiel die Lakers zu 60% gewinnen, dann lautet die Rechnung wie folgt. Was dann als faire Quote betitelt wird, woraufhin mit einem Aufschlag dann die reale angezeigt wird. Der Grund dafür ist, dass bei fairen Quoten ein Wettanbieter gar keine Gewinne machen würde, weil das gesamte Geld der Verlierer ja als Wettgewinn wieder an die Gewinner ausgezahlt wird. Daher wird die faire Quote mit einem Wert kleiner als multipliziert. Eine Quote gibt also das Verhältnis vom Einsatz zum möglichen Gewinn an. Der Buchmacher ist gegenüber dem Wettenden im Vorteil, da er für seinen Gewinn nicht das richtige Ergebnis vorhersagen muss. Da seine Aufgabe... Und genau dieser Teil, den sich der Buchmacher da nimmt oder das Wettbüro, was auch immer, der macht es halt aus. Weil wenn wirklich immer das Geld der Verlierer an die Gewinner gehen würde, dann würdest du mit einem Bot, der auch nur 1% über 50% richtig liegt, auch eigentlich nur Profit machen können. Aber halt durch diesen Spread, nenne ich es jetzt einfach mal, brauchst du halt gefühlt echt 70-80%, damit das wirklich auf Dauer profitabel ist. So zumindest meine Erfahrung auch aus anderen Bereichen. Denn wie bereits diverse Male gesagt, im Sport- und Sportwettenbereich bin ich eher raus. Die Aufgabe nur darin besteht, den prozentualen Anteil der Wetten für die verschiedenen Wettausgänge richtig einzuschätzen und darauf aufbauen, dann Quoten zu erstellen. Okay, was macht aber der Bot? Der benutzt Machine Learning. Das ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Die Algorithmen können so Muster und Gesetzesmäßigkeiten in den Datensätzen erkennen und basierend darauf Lösungen entwickeln. In unserem Fall anzeigen, wer gewinnt. Sprich, aus Erfahrungen, die man einliest, wird Wissen gewonnen. Der hier benutzt TensorFlow. Das ist ursprünglich vom Google Brain Team für den internen Bedarf entwickelt worden. Und es baut, wenn du es dir so vorstellen willst, ein künstlich neuronales Netzwerk auf, wo auch immer die aktuellen Quoten zum Beispiel von den Buchmachern, du siehst auch genau, wo er sich die herzieht, mit eingespeist werden. Plus noch viele, viele weitere Daten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden das Experiment auch noch ein bisschen erweitern. Aber um es vereinfacht zu sagen, es wird immer smart. Ich habe jetzt gerade 1.000 Euro eingezahlt, ChatGPT auch nochmal gefragt, wie viel ich eigentlich mit dieser Bankroll pro Partie setzen soll, woraufhin er meinte, aggressive 5%. Also 50 Euro das ist schon krass. Auf jedes Game. Der Bot sagt, heute Nacht gewinnt Miami gegen die Bulls, Timberwolves gegen... Also 5% schon echt doll. Nochmal zum Vergleich. Bei mir sind es, das wären jetzt 20 Positionen, die er dann tätigen könnte. Und dann wäre sein Geld aufgebraucht. Und bei meinem Trading-Bot zum Beispiel, der Kryptos tradet, da bin ich bei 105 Positionen oder so. Oder ich glaube sogar 200. Also das ist schon echt sehr sportlich. Gegen Thunder, Sixer gegen Nets und Celtics gegen die Hawks. 200 Euro on the line. Let's see. Das erste Game habe ich letzte Nacht noch live geschaut, jetzt gerade aber die Zusammenfassung und tatsächlich, der Bot hat bei allen 4 richtig getippt, 56 Euro Gewinn. Man muss aber direkt dazu sagen, 4 richtige Häkchen zu setzen, hat natürlich jetzt keinerlei Aussagekraft. Aber ich finde vor allen Dingen den Gedanken, langfristig so einen Bot vielleicht auch einfach selbst aufzubauen, super spannend. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, dieses künstlich-neuronale Netzwerk, das wird ja stetig erweitert. In unserem Fall sogar automatisiert. Und es nutzt ja die Deep Learning Methode, um zum Beispiel Text, in dem Fall jetzt Statistiken, weitergedacht, weil TensorFlow kann das, ist nur leider nicht in den Bot integriert, Bilder auszuwerten.
Stell dir also vor, es verletzt sich jemand. Die KI sieht das und sagt, okay, Spieler XY war super wichtig, ist verletzt und ändert dann die Prognose aufgrund dieser Info. Der Aufbau sieht vereinfacht so aus. Du hast eine Eingabeschicht, das sind die Daten. Dann die verborgenen Schichten, sogenannte Hidden Layer, deren Neuronen sogenannte Gewichte enthalten und dann die verschiedenen Input-Signale in ein Output-Ergebnis umwandeln. Es wird also quasi das Gehirn eines Menschen nachempfunden, der alles akribisch sich anschaut, studiert und auswertet. Der einzige Part, der fehlt, ist so diese Stimmung, diese Intuition. Und genau diesen Part fügen wir jetzt noch hinzu. Das Ganze nennt man Stimmungsanalyse und dabei wird ein digitaler Text analysiert, um festzustellen, wie der emotionale Ton der Nachricht ist. Also positiv, negativ, neutral. Und das kann man zum Beispiel mit Twitter machen. Wir brauchen dafür einmal Tweepy, um an die Twitter API zu kommen und um einfach komplette Datensätze runterzuladen und Textblob. Das kann man sich vorstellen wie ein Lexikon. Das heißt, dieses Lexikon übersetzt die Tweets in, ist der positiv, negativ, verliert die Mannschaft, gewinnt die Mannschaft, was ist der Tenor? So würde es uns also ganz grob ausgeben, wie die allgemeine Stimmung ist. Das ist natürlich super biased, weil zum Beispiel das eine Team hat eine größere Fanbase oder bei den Lakers spielt LeBron James und da cheeren mehr Leute für. Aber man könnte jetzt auch bestimmte Keywords einfach abfragen und den Kreis auf eine ganz kleine Gruppe von Experten setzen, die man vielleicht besonders schätzt oder wo man weiß, die haben immer super gute Analysen. Und bevor man die Wette dann platziert, checkt man einfach nochmal gegen, okay, die Summe aus diesen 5 oder 50 Experten, sind die auch mit dem Board gleicher Meinung. Ist schon alles auf jeden Fall ziemlich verrückt, wenn man mal. Keine schlechte Idee. Wenn die Experten nämlich auch auf dasselbe setzen und der Bot auch, die ja beide mit ganz unterschiedlichen Daten auch teilweise arbeiten, dann ist die Chance natürlich umso höher, dass das auch richtig ist. Nur da ist halt auch die Frage, was machen, wenn die sich nicht einig sind? Dann doch eher auf die Experten hören, doch eher auf den Bot oder einfach gar nicht wetten? Ich glaube, das Letzte wäre wahrscheinlich die beste Lösung. Also ich würde es zumindest so machen. Mal überlegt, dass wir wirklich gerade am Anfang sind. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt die nächsten Prognosen. Wir machen die komplette Woche weiter durch und dann melde ich mich mit den Ergebnissen. Und hier sind wir. Experiment zu Ende und erstmal zu der Twitter-Abfrage. Das sieht jedes Mal so aus und ich habe die zwar gemacht, aber was die Prognosen anbelangt, mich doch an den Bot gehalten, da diese Stimmungsanalyse noch viel ausgiebiger getestet werden muss und wir auch noch nicht ganz dazu gekommen sind, das wirklich so einzustellen, dass es aussagekräftig ist. Wir haben insgesamt 12 Mal mit Echtgeld gewettet, Einsatz jedes Mal 50 Euro. 8 Mal lag der Bot richtig. 4-mal falsch, allerdings sind wir insgesamt 39 Euro im Minus, weil vor allem dieser eine Tag reinknallte, wo gefühlt alle Favoriten zum Teil, aber auch durch Verletzungen im Spiel verloren haben. Deshalb die Frage an euch, sollen wir das Ganze... Und solche externen Dinge, das kann der Bot halt einfach auch nicht riechen, außer der kann tatsächlich irgendwie noch Verletzungspotenzial oder so berechnen, aber ich wüsste gar nicht mehr anhand welcher Daten man das macht. So, weil dieselben Daten könnte man ja quasi auch verwenden, um selbst statistisch berechnen zu können, wann man sich selbst wahrscheinlich mal wieder verletzt. Also, weiß ich nicht. Aber sehr interessantes Thema. Ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht und hoffe, es gibt dazu nochmal einen zweiten Part, weil dieses ganze KI-Thema, ich bin echt hyped. Was soll ich sagen? Weiterlaufen lassen und vielleicht nochmal nach den Playoffs updaten. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass wir von Glücksspielen, ne, und auch Sportwetten, ob man das jetzt als eins sieht oder nicht, komplett abraten. Es kann süchtig machen. Schaut lieber an der Stelle bei uns zu. Wir verzocken hier Geld, was wir bereit sind zu verlieren für diese Aufklärung und auch für das Entertainment. Aber ihr braucht dann einfach euers nicht nehmen. Wichtig. Einfach nur wichtig. Ich kenne selbst Leute, die jetzt noch nicht irgendwie eins vor Untergang, aber die schon auf jeden Fall ein bisschen sportwettensüchtig sind und da monatlich viel zu viel Geld verzocken und es muss einfach nicht sein. Es ist so unnötig meiner Meinung nach, vor allem wenn man oft, wenn man doch mal recht hat und doch mal ein bisschen Geld verdient hat, einfach von den Plattformen gesperrt wird, nicht mehr auszahlen kann etc. Alles schon oft auch im privaten Bereich mitbekommen. Also ja, meine Erfahrung ist einfach nur, meistens verliert man und das ist eine schlechte Erfahrung und selbst wenn man gewinnt, ist die Erfahrung oftmals gar nicht mal so gut oder man wird übermütig und verzockt den Gewinn dann in 0,nix auch wieder. Gut, im Endeffekt soll es aber hier ja eigentlich um das Video gehen und das fand ich ziemlich interessant. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu dem Thema in den Chat, in die Kommentare schreiben. Was meint ihr? Sportwettenbot, kann das funktionieren? Ich finde es auf jeden Fall spannender als das Thema Sportwetten selbst und bin echt gespannt, was daraus noch wird.